Hallo, ich bin's mal wieder mit fröhlichen Breaking News. Ihr seht schon, ich habe hier was Neues. Endlich ist er da. Der Grower Adventskalender vom Hanfmagazin ist gekommen. Treu nach dem Motto, was lange währt, wird endlich gut. Freue ich mich jetzt natürlich umso mehr auf den Grower Adventskalender und was so alles drin ist. Natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten, was denn vom 1. Dezember bis heute alles so drin gewesen ist im Grower Adventskalender. Und deswegen werde ich jetzt exklusiv alle Grower Adventskalender Überraschungen von 1. bis zum 10. Dezember gleich jetzt für euch öffnen. Es ist sozusagen ein kleines vorgezogenes Weihnachten für mich, also ich freue mich wie ein Kind und deswegen, also wir legen auch gleich los. Ich habe die Päckchen 1 bis 10 jetzt hier alle schon mal rausgeholt. Ist doch wie Weihnachten, oder? Und ich fange jetzt also direkt bei Nummer 1 an mit dem Öffnen und so arbeiten wir uns kurz durch bis zur Nummer 10. Ist auf jeden Fall was Weiches. In Türchen Nummer 1 des Grow Adventskalenders ist einmal die Grundlage für einen Grow, nämlich quasi ein Blumentopf. Allerdings ist das kein herkömmlicher Blumentopf, wie ihr schon seht, sondern ein Textil-Blumentopf. Grownest heißt das Ding. Diese Grownests haben im Vergleich zu herkömmlichen Töpfen verschiedene Vorteile. Zum einen bleiben die Wurzeln auch bei hohen Außentemperaturen recht kühl da drin. Sie entwässern sehr gut, das heißt, ihr habt kaum oder keine Gefahr der Schimmelbildung in der Erde oder dass einfach eure Pflanze in zu nassem Substrat steht. Dann ist es sehr umweltfreundlich, so ein Textilbehälter, und er belüftet die Wurzeln ganz gut, was man von diesen Plastikblumentöpfen nicht behaupten kann. Also das ist schon mal ein sehr cooles Basic-Teil für euren nächsten Grownest Textiltopf. Das Geschenkchen mit der Nummer 2 ist klein und relativ schwer. Ich rufe es einfach mal aus und wir schauen es uns zusammen an. Das ist ein Hänger. Der Phyto-Hänger Solid ist ein sehr stabiler Hängedraht, sag ich jetzt mal, aus Metall. 1,60 Meter lang, also da kann man doch eine Menge mit anstellen. Und er ist aber in der Länge, also die Länge kann man nachjustieren, so lang, wie ihr das halt dann auch braucht. Dann geht es ja auch gleich weiter mit der Nummer 3, also mit dem dritten Geschenk des Grow Adventskalenders. Jawohl. Und das ist ein Shogun Fertilizer. Das heißt, ein Dünger, jetzt muss ich gerade mal schnell gucken, der Shogun Start Fertilizer ist halt eben vor allen Dingen für den Start eurer Pflanze, das heißt für die ersten Lebenswochen, ein sehr nützlicher Dünger. Und ihr dürft gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn einsetzt, mal drunter schreiben, wie der denn bei euch so funktioniert und was er bewirkt. Das Nummer 4 Geschenk ist sehr leicht. Yeah. Das ist auch cool. Das ist im Prinzip auch ein Topf. Hinter Türchen Nummer 4 verbirgt sich dieser luftige Blumentopf. Für eure Pflanzen genau richtig, wenn sie sehr viel Luft an der Wurzel sehr gut entwässert werden sollen. Ganz geiles Ding. Viel Spaß dabei beim Nutzen. Dann kommen wir auch schon zum Geschenk Nummer 5 dieses Adventskalenders. Jetzt wird es hier richtig spannend. Ich rufe das einfach mal auf. Die Nummer 5 Überraschung des Grow Adventskalenders ist von einer der wichtigsten oder bekanntesten Firmen für den Grower, und das ist Biobis. Und hier haben wir Kalmag, Calcium und Magnesium Zusatz für eure Pflanzen. Nur das Beste von Biobis.
Wie versprochen, heute gibt es quasi Geschenke wie am Fließband. Ich bin hier schon an der Nummer 6. Das rupfe ich auch direkt mal auf. Raten ist nicht. Keine Ahnung, was da dahinter sein könnte. Und ja, yeah. Hinter Türchen Nummer 6 verbirgt sich von Lumi eine Green LED Head Torch. Sehr cool, dass ihr, wenn ihr euren Grow-Raum betretet, euren Pflanzen nicht mit unnötig großem Licht auf den Sack gehen müsst. Also sehr cool. Auch für Dunkelräume könnt ihr euch dann an den Kopf schnallen und seid von vornherein und immer gut beleuchtet. Und weiter geht's. Wir haben das eins der größten Geschenke des Adventskalenders mit der Nummer 7. Die Überraschung Nummer 7 im Adventskalender ist von Romberg und es sind Kokosquelltabletten. Falls jemand nicht weiß, wie man die einsetzt, die kann man eben aufquellen lassen und dann kann man den Seed einfach in das kleine Loch in der Mitte geben und man hat ein ideales Keimsubstrat. Also für die ersten Tage eurer kleinen Zöglinge ist das eine sehr ideale Lösung. Wir machen weiter mit Geschenk Nummer 8. Von Flora Self bekommt ihr Gelb-Sticker. Man sagt zum Teil auch Gelbtafeln dazu. Die sind spitzenmäßig, die könnt ihr quasi in der Growbox irgendwo anbringen und ihr werdet feststellen, dass ihr damit sehr gut gegen Schädlinge vorgehen könnt. Ganz geiles Teil für viele Indoor-Grower, fast unverzichtbar, sowas einzusetzen. Zusätzlich im Geschenk Nummer 8 ist dann auch noch ein Los drin für die Grower-Tombola. Da würde ich als Grower dann auch mal unbedingt teilnehmen. Unter meinem Finger ist jetzt mein persönlicher Gewinncode, den ich auf der Homepage eingeben muss, um dann auch an der Verlosung, an der Tombola teilnehmen zu können. Viel Glück, ich drücke euch die Daumen oder ich drücke mir die Daumen, wie auch immer. Und weiter geht's. Wir haben das Geschenk, die Überraschung Nummer 9 des Grower Adventskalenders. Unsere nächste Überraschung ist von Pyrolyt und es ist Luft-Wasser-Oberflächen, ein professionelles Desinfektionskonzentrat. Das ist spitzenmäßig, das wurde extra für Gärtner entwickelt, um Gewächshäuser und Equipment wieder richtig sauber zu reinigen. Denn wenn ihr einmal quasi irgendeinen Befall, irgendeine Verkeimung drin habt, dann kriegt ihr das sonst schwer wieder raus und werdet von Grow zu Grow immer wieder Probleme haben. Deswegen, um mit diesem Geschenk auch richtig umzugehen, ist hier dabei noch für das Hygienemanagement so eine Art Plan. Da könnt ihr euch eigentlich genau dran orientieren und selbst wenn ihr also noch wenig Erfahrung habt, könnt ihr da eigentlich dann kaum noch was falsch machen, wenn ihr euch da ein bisschen danach richtet, was auf diesem Hygiene- und Desinfektionsplan so draufsteht. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Geschenklein, was wir heute vorstellen. Denn ab morgen wird der Grower Adventskalender ganz normal in unsere Türchen öffne dich Videos integriert werden. Also öffne ich jetzt noch die Nummer 10 des Grower Adventskalenders für euch. Und da bin ich jetzt auch schon mal gespannt, was mich da jetzt noch erwartet. Unsere nächste Überraschung ist quasi aus einer Kooperation von Zamnesia und Bionova. Es ist der Monster Bud Mix. Und ja, jetzt werden sich einige fragen, was ist es? Es ist eine Art Substratteil mit Nährstoffen. Das heißt, das mischt ihr unter eure Erde. Und schon werdet ihr mit Monster Buds in eurem Grow belohnt, wenn ihr sonst alles halbwegs richtig macht. Und zusätzlich spendiert euch Zamnesia einen Free Runs Automatic Seed. Ich hoffe, euch haben auch die Grower-Überraschung so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich freue mich, dass wir ab jetzt immer mit 4 Adventskalendern in jeden Tag rein starten können und ich euch 4 Überraschungen jeden Tag
präsentiere ab morgen. Das heißt, wir sehen uns morgen dann wieder zum Video mit den Überraschungen Nummer 11 von Silver Edition, Gold Edition, Stoner Edition und Grower Edition Hanfmagazin Adventskalender. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.